Willkommen zu Giga The Show, eurem Newsmag zu Computer- und Videospiel. Habe ich jetzt einfach mal neu erfunden. Newsmag. Yeah, the Newsmag. Wir sind ja nicht nur Newsmag, nee, wir sind ja auch News. Viel mehr als das. Ja, News and krasse Themen. Mag. Können wir aber Mag drinnen lassen? TV, ja. Mag. Ja. Gefällt mir gut. Mag. Finde ich super. Wir haben heute. Apropos Mag. Verstehst du? Apple? Mac. Ja, MacBook. Ja, Apple, ne? Ja. Das wäre es gewesen. Ne? Da war schon das Stichwort, hier ist der Ball. Achtung. Ja, aber wenn du so spielst wie beim Basketball früher, so, da kann man die Bälle nicht erlaufen. Und so. Wir haben aber tolle Themen, nichtsdestotrotz. Und zwar haben wir vorhin schon darüber gesprochen, dass Notebooks dazu neigen, den Desktop-PC als Gaming-Rechner abzulösen. Zumindest ist das die Fragestellung zu diesem Thema. Haben wir einen äußerst interessanten Interviewpartner parat. Warum hast du so geguckt? Nee, ich hab, ist dir auch egal. Josh Vögeding ist bei uns. Er ist Director Events bei Planet LAN GmbH. Und wie der Name verrät, richtet er LAN-Partys aus. Schönen guten Abend, Josh. Ja, guten Abend. Guten Abend. Wie sieht es denn aus bei euren LANs? Kann man den Trend da erkennen? Kommen immer mehr Leute mit Notebooks in der Tasche zu euren Zockerabenden oder ist es doch eher der Desktop-PC? Es sind zunehmend auf jeden Fall die Notebooks. Ganz, ganz klare Sache, weil bei der steigenden Leistung der doch handlicheren Geräte ist das gar keine Frage, das werden immer mehr. Mhm. Wie siehst du persönlich so die Spieletauglichkeit von aktuellen Notebooks? Wird es auch so bei richtigen anspruchsvollen Games wie zum Beispiel Crysis, wird es auch damit gezockt oder sind es eher so die alten Kamellen wie Counter-Strike 1.6, die Leute mit Notebook zocken? Ich meine, grundsätzlich ist es so, dass hardwarelastige Spiele wie Crysis ja auch jeden durchschnittlichen Desktop-PC noch in die Knie zwingen. Von daher ist es mit Notebooks an der Stelle nicht ganz so einfach, wenn man Crysis spielen möchte. Aber fernab von den Klassikern wie Warcraft 3 oder CS 1.6 sind auch Spiele wie Command & Conquer 3, Cain's Wrath relativ aktuell und auch Hardware fressend, wenn man so will, die Spiele, die man auf den Notebook sehen kann. Also wenn man die einschlägigen Hersteller nimmt und feststellt, dass 8.6 oder 8.7 GT-Karten drin sind, natürlich die Mobile-Varianten, aber schon mit GDDR3-Speicher und entsprechendem Hauptspeicher im Rücken, dann findet man auch solche Spiele auf den Notebooks, dass man auf High-Speed 10 Zoll Displays dann da schon relativ gut spielen. Mhm. Glaubst du, dass es vielleicht auch daran liegt, dass so ein bisschen die Kundschaft ja auch mitwächst und ja damit die Ansprüche, also die Leute, die irgendwie vor 10 Jahren die ersten waren, die sich zu LANs getroffen haben, die dann wirklich noch so mit Pizzakartons in der Ecke irgendwie ein Wochenende verbracht haben, dass die Leute langsam erwachsen werden, auch ein bisschen mehr Geld verdienen und gar nicht mehr so die Lust haben, den 19-Zoll-Monitor durch die Gegend zu schleppen, sondern sich dann einfach ein Notebook leisten? Ja, das sicherlich auch. Ich meine, ich selbst habe natürlich auch ein Notebook, was ein bisschen mehr Kraft hat als die Durchschnittsgeräte. Und ich erwische mich dann auch schon mal dabei, wirklich nur, ob das nur Faulheit ist oder nicht, will ich jetzt mal nicht unbedingt beschreiben, aber ich erwische mich halt auch schon dabei, das Notebook unter den Arm, ab zu den Kollegen und dann halt einfach eine Runde mit dem Gerät spielen, anstatt die komplette Kiste zu Hause abzubauen und dort vor Ort wieder aufzubauen. Und ja, so ist es sicherlich bei vielen anderen auch, aber auf der anderen Seite sind auch Schüler und Studenten, die entsprechende Programme der Hersteller wahrnehmen, sich ein ordentliches Gerät kaufen, dann kostengünstig mit der Bahn anreisen und einfach so einen Rucksack dabei haben, wo die Eingabegeräte drin sind, die man dann schon noch braucht, weil auf dem Notebook Inlay von der Tastatur spielt man dann doch nicht. Und dann das Gerät einfach aufklappen, Tastatur dran, Maus dran und dann so loslegen. Also das ist schon so. Macht sich das auch für euch bemerkbar, dass ihr einen größeren Zulauf habt, dass mehr Leute zu eurer LAN kommen, eben weil sie sich sagen, ich muss nicht mehr mein Auto vollladen mit 1000 Kabeln, mit Monitor, mit Desktop, sondern ich kann da einfach gemütlich, wie du eben auch sagst, zum Beispiel mit der Bahn hinreisen. Glaubst du, dass ihr dadurch einen größeren Zuwachs habt? Ich denke, der Zuwachs ist, was diesen Punkt angeht, eigentlich relativ unverändert geblieben. Das liegt ja immer auch noch so ein bisschen dran, was möchte man spielen und der ambitioniertere Counter-Strike-Spieler beispielsweise, der würde ja in keinem Fall mit einem Notebook kommen. Der hat seine Röhre auf dem Rücken und entsprechend das Gehäuse unterm Arm und kommt definitiv nicht mit einem Notebook. Während andere auch einfach dann sagen, ja, nehmen wir halt das Notebook, ist okay. Und da muss man halt schon so ein bisschen schauen. Also, dass man jetzt sagt, wenn ich ein Notebook habe, gehe ich schneller aufladen, finde ich, passt nicht so ganz. Bemerkst du, als jemand, der sich wirklich tagtäglich damit auseinandersetzt, dass sich so die Hersteller, nicht nur unbedingt Alienware, die wir vorhin gehört haben, sondern auch andere, verstärkt auf den Markt Notebooks als Gamer, für Gamer konzentrieren? Ja, definitiv zwei Firmen, die sich da
sehr, sehr speziell konzentrieren und auch wirklich sehr gute Geräte auf den Markt bringen. Die beiden, die ich jetzt im Kopf habe, sind da auch wirklich sehr weit vorne und haben auf der CeBIT kürzlich noch auf einem relativ großen E-Sport-Stand gesehen, was man mit Notebooks machen kann und wie man sie auch in Szene setzen kann. Mhm. Und das ist schon so, dass die sich da so spezialisieren. Ich meine, klar, die Geräte kosten auch wirklich einen Euro oder auch gerne mal zwei mehr, aber man hat Qualität in der Hand und das ist schon gut so dann. Problem ist ja immer so die Aufrüstbarkeit. Siehst du da irgendeine Entwicklung, dass man vielleicht so wie irgendwie externe Festplatten, die hat man ja auch ausgelagert, dass man irgendwann die Möglichkeit hat, irgendwie sein Notebook abzugraden, dass man nicht ständig darauf angewiesen ist, sich was Neues, Komplettes zu kaufen, wenn dann vielleicht ein Teil, die Grafikkarte oder der Arbeitsspeicher oder was auch immer, nicht mehr ausreichend ist? Na gut, Arbeitsspeicher und Festplatten beim Notebook zu wechseln, ist ja die kleinste Übung. Das kann jeder zu Hause machen. Da muss man nicht großartig für rumschrauben. Das ist sehr, sehr schnell gemacht. Und wenn die Kapazität der Festplatte nicht ausreicht, dann sind die tragbaren Datenträger USB 2.0 einfach auch ausreichend genug, das ist kein Problem. Hm. Wenn die Grafikkarte dann nicht mehr ausreicht, hat man bei einem Notebook ja schon ein kleines Abenteuer vor sich. Da kann man nicht einfach mal was Neues reinstecken, das klappt so eigentlich nicht so gut. Von daher, wenn man sich wirklich einen Notebook holt, dann auch wirklich mal informieren und schauen, dass man auch was erwischt mit guten Teilen, die mit guten nicht wechselbaren Teilen und dann immer noch ja im Grunde Optimierung am Arbeitsspeicher oder an der Festplattengeschwindigkeit oder Festplattengröße noch quasi machen kann. Und dann, wenn das dann irgendwann nicht mehr reicht, dann hat es auch sicherlich ein paar Jahre über den Dienst getan. Ich meine, Notebooks sind eine schnelllebige Geschichte, aber auch da hat man definitiv eineinhalb, zwei Jahre Ruhe, wenn man was Ordentliches hat. Und dann ist ja eventuell, wenn man so ein bisschen was an Turnieren damit spielen konnte, vielleicht sogar ein bisschen was damit gewinnen konnte, Geld für ein neues da. Mhm. Als eine letzte Frage, Notebook als Gaming-Plattform ermöglichen die euch als LAN-Veranstalter auch mal vielleicht einen Schritt weiter oder einen Schritt um die Ecke zu denken, dass ihr sagt, wir richten mal eine unkonventionelle LAN aus, nicht irgendwie der Klassiker, eine riesige Halle mit 20.000 Tischen, sondern irgendwie zu sagen, okay, ich kann das Ding auf dem Schoß haben, ich mache das mal an einem Strand oder auf einer Wiese oder irgend sowas? Ja, na gut, man kann als Veranstalter von solchen Events nicht vorschreiben, dass jeder mit einem Notebook zu kommen hat. Soweit sind wir noch nicht. Es gibt, wie gesagt, immer wieder und es wird auch bis auf Weiteres immer wieder Leute geben, die ganz klar sagen, ich nehme meinen Desktop-Computer mit und das, weil ich unbedingt... Ja, ihr könntet ja speziell ausrichten für Notebooks. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Kann man es halt nicht unbedingt so machen. Ne? Also es ist nicht geplant, speziell ein Notebook-LAN mal zu machen. Also es wäre ja eine Möglichkeit, dass man sagt, hier, Eintritt nur mit Notebook. Man kann auf größeren Veranstaltungen ja auch hinzugehen und sagen, wir nehmen jetzt diesen und jenen Tischblock und den richten wir wirklich nur für Notebooks her und der ist dann auch auf eine ganz spezielle Art und Weise gebaut und man sitzt nicht klassisch vor seinem PC am Tisch, sondern man macht ein bisschen was Abenteuerliches daraus. Aber auch dann hat man ja das Problem, dass, weiß ich nicht, die drei, vier Freunde zusammen auf die Party kommen und dann haben halt zwei Notebooks und die anderen beiden Desktop-PCs und dann könnten sie in einem solchen Fall wiederum nicht zusammensitzen und auch das ist ja eigentlich nicht Sinn einer LAN-Party. Das stimmt. Also zeitnah erstmal keine 20.000 Hängematten auf einer Notebook-LAN. Ich danke dir für den Moment, Josh Vögeling, dass du Zeit für uns hattest. Ja, gar kein Problem. Immer gerne wieder. Jo, das war aber noch nicht alles, was wir am heutigen Abend für euch parat haben. Wir haben natürlich noch den Newsflash. Die Spielecharts. Nicht nur in Japan werden zurzeit von einer Konsole dominiert und zwar von Nintendos Wii. Tatsächlich, die kleine innovative Konsole von Nintendo rockt die Spielecharts in Europa auf Platz 1 unangefochten Wii Fit. In Amerika Mario Kart Wii und in Japan gibt es einen neuen ersten Platz und das ist kein geringeres Spiel als One Piece Unlimited Cruise Episode 1. Das Spiel zur, wie ich finde, fantastischen Serie, ja, da oute ich mich mal als One Piece Fan. Außerdem natürlich Wii Fit auf Platz 2 in Japan, was so viel heißt wie die Welt wird ein Stück weit sportlicher dank Nintendo. Die Welt der Lebenden wird vielleicht in naher Zukunft noch ein Stück spärlicher, denn es gibt ein neues Add-on zu World of Warcraft, Wrath of the Lich King nennt es sich. Seit geraumer Zeit kursieren diverse Gerüchte, wann denn das Spiel endlich released werden soll. Jetzt ist es offiziell bekannt gegeben worden. Am 13.11.2008 ist es soweit. Wrath of the Lich King ist im Handel erhältlich. Ab dann beginnt für viele sicherlich ein neues Zeitalter.
Über 170.000 illegale Raubkopien wurden jetzt vermeldet, gibt es von Spore, dem neuesten Blockbuster aus dem Hause EA. Und das ist schon eine beachtliche Zahl, denn das Spiel ist gerade mal 10 Tage draußen und da schon so oft kopiert bzw. illegal heruntergeladen. Das ist schon eine ziemlich krasse Leistung. Außerdem wird das Spiel auch relativ schlecht bei großen Konzernen wie Amazon.com bewertet. Da gibt es ja Kundenrezensionen und da sind mittlerweile über 2300 Kundenrezensionen eingegangen, die man sich auch auf der Website ansehen kann. Über 2000 von denen haben nur einen Stern gegeben und sich heftigst über dieses Spiel beschwert, zum Beispiel über den neuartigen Kopierschutz, aber auch über inhaltliche Dinge wird sich da beschwert. Ob es tatsächlich so ist, das müsst ihr selber entscheiden. Zumindest aber scheint, was marketingmäßig angeht, Spore erstmal den Hype ganz schön schnell wieder abgegeben zu haben und jetzt folgt eine Welle der Entblößung. Entrüstung. Eine Welle der Entblößung finde ich auch nicht schlecht. Wir könnten Entrüstung! Entschuldigung! Habe ich als Aufforderung, mich nackig zu machen, verstanden? Leider wieder nicht. Aber eines Tages mache ich das noch. Und wenn ihr keiner mehr zuguckt. So, Entrüstung! Aber, ja. So, Left 4 Dead, ihr wisst es, die große Zombie-Hatz, die steht in den Startlöchern. Aber vorab soll es eine Demo geben. Gabe Newell, der Mitbegründer von Valve, hat sich dazu geäußert. Und zwar kann man die Hospital-Kampagne zocken. Das Ganze on- als auch offline und im Single- als auch im Koop-Modus. Das wird also interessant. Ihr könnt zusammen mit Freunden vor Zombies fliehen. Das ist mal ein Paranoia-Erlebnis in Gesellschaft, was sicherlich Spaß machen wird. Die Demo erscheint für Xbox 360 und für den PC. Am 21. November dann die Vollversion ebenfalls für Xbox und PC. Rüstung, nicht Entblößung. Da war der Wunschvater Gedanke. Es gibt, was? Habe ich jetzt schon wieder falsch gesagt? Dass du dir wünschst, dass ich mich nackig mache. Nein, nicht du, egal. Es gibt Neues von World of Warcraft und zwar auch zum Thema Player versus Player, denn Jeff Kaplan, der Lead-Designer von Blizzard, auch bekannt als T-Goal, hat im offiziellen Forum bekannt gegeben, dass es eine neue Belohnung für sehr erfolgreiche und ehrenhafte PvPler geben wird, denn ab dem 100.000. ehrenvollen Sieg auf dem Konto bekommt man einen Titel verliehen und zwar Off the Horde oder Off the Alliance, also euer Name und dann noch dieses Kürzel dahinter. Und außerdem gibt es ein neues Mount und zwar einen schwarzen Kriegsbären. Und das steht hier auch noch, ich lese einfach mal vor, weil ich habe keine Ahnung davon. Wer den Sul-Aman-Bären noch nicht sein eigen nennen darf, der sollte sich sputen. Noch vor dem Release von World of Warcraft Wrath of the Lich King werden die begehrten Mounts verschwinden. Sobald der Brückenpatch draußen ist, habt ihr keine Möglichkeit mehr, euch das rare Mount zu sichern. Ja, ich dachte, das interessiert für alle, die gerne noch Sul-Aman, den Bären, rechtzeitig vor dem Patch haben wollen. Dazu zähle ich mich selbstverständlich nicht. Kommen wir zu Red Faction 3, Guerilla, da gibt es einen neuen Trailer und der zeigt uns den Walker und dessen Zerstörungskraft. Können wir für den Moment nicht zeigen, liefern wir natürlich zu späterer Stunde das Ganze noch nach. Außerdem werden in diesem Trailer auch Informationen zur Collectors Edition preisgegeben. Bei uns später in dieser Sendung werdet ihr natürlich diesen Trailer in voller Länge sehen können. Kannst du das nochmal machen, was du gerade gemacht hast? Nee, ich habe gar nichts gemacht. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Vielleicht gibt es ja einen Screenshot davon. Wir haben ja Webcams bei uns auf der Webseite. Wenn du das zu einem ungünstigen Augenblick der Refreshung gemacht hast. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Naja. Aber ich weiß, was jetzt gleich nach der Sendung kommt. Nämlich Dennis mit Giga Games PC und der Gothic 2 Gold Edition. Danach gibt es WoW und Neues. Ach, WoW kam gerade. Ja. Ja, dann gibt's auch nichts Neues zu Gul Amazan, dem Braunbären. Schwarz.